Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Hass Reiter und wir sind in Vorschau Nummer 4 von Rising Constellation. Ja, wir sollen hier den Planeten einnehmen. Das ist unser Ziel für diese Folge. Mal schauen, wie weit wir da schon sind. Ich hatte den darüber geschickt, der ist glaube ich auch schon angekommen. Mal gucken, wann er das eingenommen hat. Oder hat er es schon? Ich weiß es nicht mehr. Ich sag mal, wir sehen uns nach dem Intro. Bis gleich. So, dann wollen wir da mal reingucken. Mal schauen, was wir da zu machen haben. Aha, es ist schon hier vorangekommen. Ein bewohnbarer Planet, ein Barren Planet und Moon. Okay, dann würde ich sagen, sollten wir. Also, Congratulations, now you can manage your brand new system, build buildings and develop it. Okay, knowing your enemy is the key to victory, your next mission will be to gather information about an important target. For that you will enlist the services of an erased agent. Okay. You can buy agents in the agent market, located at the top right of your screen. Aha, da oben. Alle haben zum gleichen Markt Zugriff. Und dann ist klar, wenn du ihn hast, dann haben die anderen den nicht. Und man soll weise die aussuchen. Und man sollte schnell sein. Okay. Ja, die kosten auch richtig Asche, wie man hier unten sieht. Und ich glaube, wir können uns jetzt nicht so einen teuren holen. Den haben wir doch schon, oder? Aber das ist jetzt auch nicht so wichtig, glaube ich. Production, Training and Defense. Dann sind sie auch schon richtig teuer. Ist das einmalig? Ich will es hoffen, ne? Das sind die Credits, die haben wir reichlich, aber wir haben sowieso genug Geld, wir können uns alle leisten. Laufende Kosten, weiß ich nicht, wo die hier jetzt stehen, ob es die gibt. Strike, Conquest, Leadership, Training. Gibt es noch mehr? Ja, da geht es noch weiter sogar. Oh, da gibt es auch teurere, die richtig gut sind. Stand da jetzt was davon? Choose wisely and most importantly quick. Now hire an erased one with at least one skill point in infiltration. Okay. Erased. Infiltration. Wo sehe ich das? Instructor, Conqueror, Sentinel. Ja, wäre schön, wenn man das hier sehen würde, ne? Okay, da waren gerade wieder neue gekommen, kann das sein? Ja, lass noch mal gucken, wie hieß das jetzt? Was soll ich kaufen? Point, at least one skill point in infiltration. If you can't find one, you can wait a while until one. Ah, okay, das ist es. Ship Owner, Sentinel. Aber. Aber der soll hier einen Skill haben, ne? Aber die Skills sind hier doch alle gleich, oder? Sehe ich das falsch? Eigentlich nicht. Muss ich warten, bis neue kommen oder was schon da, ne? Die sind ja erstmal alle gleich, ne?
Ja, aber Infiltration. Hier sind Schlachter oder was? Ich sehe jetzt hier nicht, wo Infiltration ist. Woran erkenne ich das? Hier gibt es auch noch Sterne am Rand. Still Oliberal. Ah, hier kann ich noch mehr sehen. Melde an, 51 Jahre alt. Ist nur auf Französisch. Aber mehr sehe ich da auch nicht. Da steht jetzt nicht Infiltration oder sowas. Tetraschick. Sync. Ja, wäre schön gewesen, wenn man das wüsste, ne, wo das steht. Protection, Determination. Das ist ja alles das Gleiche, oder? Ich weiß nicht, wo ich Infiltration hernehmen soll. Improves Armed Forces Repair. Improves Armed Forces Bombing. Improves Armed Forces Invasion. Tja. Das ist alles das Gleiche. Strategist sind in Instructor. Wenn, dann wäre jetzt hier oben was. Da ändert sich bei Butcher Instructor, da ändert sich was, ne? Was ist das Richtige? Das ist die Frage. Ich kann auch nicht mehr angucken von denen, ne? Geht auch nicht. Wäre schön, wenn man mehr wüsste. Ach, da steht Erased, alles klar. Ja, muss man nur gesehen haben, ne? Und hier steht Infiltration, da haben wir einen. Die haben alle nur einen Punkt, super, oder? Okay. Ein Saboteur, Infiltration, Haya, meiner. So, jetzt haben wir den. Der kann weg. Wenn ich hier drauf klicke. Nee, da muss ich ihn ausixen. Wo ist er denn jetzt? Ach so, okay, dann kann ich den deployen. Okay. Deploy a freshly recruited agent in your main system. Das bedeutet, ich muss hier raus. Muss hier rein. Denn mein Main System ist da. Deploy. Haben wir. So, this time we are going into enemy ranks. This Mesirian Dominion will do just fine. Send your raised agent. Dahin. You can now instruct your race to infiltrate the network of the standalone system. Still, the Azerodo, the erased agent, will attempt to place malware, a covert wiretapping software. You lost cover. You've lost cover. An undercover erased agent is completely invisible to other. On the other hand, a detected erased agent is an easy target and will be unable to act. By waiting a while, the erased will slowly regain cover. Okay, der ist aber noch lange unterwegs, ne? Naja, das wird dauern.
Maneuver allows you to increase the visibility you have on other systems. At maximum visibility out of 5 points, you will be able to see everything your enemy is planning on that system and they will be none the wiser. That said, depending on your targeted system's cyber security skill levels, your malware could be discovered and removed, okay? Repeatedly infiltrate the system network now and increase visibility to 5. You can convert systems through military force, but you can also make dominions. Dominions are systems that you do not directly control, but that relinquish to you a part of their resource income. You will need to enlist the services of a Sidereal agent to have dominions. You will therefore need to activate. Okay, Public Relation muss ich jetzt hier. Nee, warte mal, war das hier? Das war hier, ne? Public Relation ist da. Das bedeutet, ich muss das alles freischalten, um dann da hinzukommen. Go ahead with this operation. You will need to hire multiple surveillance agents. You will therefore need to activate a new lex that will allow your empire to employ more than one surveillance agent. Purchase, apply, activate the blueprint. Habe ich gemacht. Now find the agent, market a surveillance agent with 2 to 3 destabilization skill points. Zwei bis drei. Haben wir nicht, müssen wir warten. Die sind alle zu schlecht. Hier oben zählt er mit 12. Ich weiß nicht, wie weit er zählt. Bis 30. Hier sieht man schon das Schild von dem Typen. Der muss also hier schon in der Nähe sein. Ja, ich glaube, es waren 30. Destabilation. Wieder nur ein Strich. Wir sollen 2 bis 3 haben. Das bedeutet, wir müssen wieder warten. Schauen wir mal, ne? Was das wird. Da ist es wieder rum. Und wieder keiner. Das ist nicht gut, das dauert zu lange. Der fliegt dahin, das ist klar. Gab es da nicht irgendwie so einen Warp-Antrieb? Ah, hier haben wir schon mal 2. Oh. Oh. Ich habe unseren Mann. Den nehmen wir. So, Agent Market verlassen. Now find a second civilian engine with 2 to 3 Propaganda Skills, okay. Propaganda 2 bis 3. Oh. Hire. Agent Market weg. We will intervene on this autonomous system. The visibility gained before will come in handy. Send your civilian agents there now. Okay. Muss aber den da erstmal hinfliegen lassen, oder? Jetzt muss ich hier hin, oder? Nee, da nicht. Knapp daneben ist auch vorbei, ne? Hier hin. Deploy Agent. Also Deploy ist da. Und dann... Müssen wir da unten wieder hin und schicken den da hin und dann deployen wir den zweiten auch noch. Aha, Limit reached. We will intervene on the... Genau, okay.
Use your Sidrian skill in destabilization to launch a destabilization action on the system. Okay. This will temporarily lower the stability of the system. Stability is how a system defends itself against Sidrian actions, so it's important to erode said stability in order to make it easier to take control. After any action, whether successful or unsuccessful, a Sidrian agent is going to have to take a rest. Okay, da muss ich ausruhen. Just like with your system, you will need to apply a lex to be allowed to own dominions. Buy a loyalty slot and apply the exclusive trade zone lex. Okay, das war hier, ne? Den Barcode brauche ich irgendwo. Okay, der ist es hier wohl nicht. Expansion natürlich. Wie hieß das? Exclusive Trade Zone. Da ist es. Haben wir. Aber wir müssen noch gucken, dass wir den Typen, den Sidrian oder wie er auch immer heißt, weiter voranbringen. Kriege ich das hier mit hin? Erase Limit. Ist bestimmt das Richtige gewesen, oder? Infiltrated Failure, alles klar, hat wieder nicht geklappt. Ah, shit, das war da close. Ja, okay. Das ist die nächste Fortbewegungsgeschichte, sag ich mal. Wir können jetzt mal schauen, dass wir hier einen Cut machen. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Vorschau. Bis dann. Ciao.